Patrick Kober ist, man kann sagen, ja, in einem Spitzenteam-like, sehr, sehr abgeklärt, nie aus der Ruhe rausgekommen. Ist das auch in der Mannschaft so gewesen? Im ersten Drittel ist nicht alles nach Wunsch gelaufen, kann man sagen? Nein, überhaupt nicht. Es war ein holpriger Start für uns. Wir haben mehr reagiert statt agiert. Sie waren viel aktiver. Sie haben bessere Biker, sie haben sich viel mehr bewegt. Wir sind immer hin und her gelaufen. Und darum können wir im ersten Drittel nicht so zufrieden sein. Nach dem Beginn des zweiten Drittels ist der Tour Gomez. Es war die Doppelstrafe, die das Ganze gekehrt hat. Hat es irgendein Wort auf der Bank oder in der Kabine gebraucht? Hat die Doppelstrafe euch so genug Motivation gegeben, um zu sagen, hey, jetzt geht es auf unsere Seite? Ja, ich glaube, wir haben uns kurz reflektiert und das ganze erste Drittel war einfach nicht genügend gewesen. Wir haben gewusst, wir haben da viel mehr Luft nach oben. Und wenn wir das Spiel gewinnen wollen, dann muss da einfach viel mehr kommen. Und klar, der Doppelausschuss hat uns natürlich Vorteil gebracht, dass wir da in Überzahl noch zweimal treffen können. Und ja, es war sicher auch der Gamechanger in dem Spiel. Heute ist Coco, das war Schnäuli. Vielleicht könnt ihr den noch. Ehemaliger EHC-Autospieler, er hat gemeint, gab's Junior oder was, er mit euch gespielt hat. Seid ihr aber nicht so der Schnellste gewesen. Heute hat er aber den Turbo-Zünder gehabt. Er hat zusätzliches Training gemacht. Ja, den hat er mir aber schlecht in Erinnerung. Nein, ja, ich denke, es ist schon klein von meiner Stärken, das Eislaufen. Ich bin, denke ich, gerade leider recht schnell unterwegs. Ich habe da die Chance gewittert und mich probiert durchzukämpfen und es ist am Schluss aufgegangen. Merci. Danke vielmals.